Giebelstadt in Bayern. Bei Deutschlands größter Serienwerft soll deren größte Segeljacht, eine Bavaria 56, verladen werden. Zielort des knapp 17 Meter messenden Flaggschiffs ist Empuria Brava in Spanien. Etwa 1300 Kilometer Strecke, die meiste Zeit über Landstraßen, liegt vor den Profis von Glogau Yachttransport, einer der größten Speditionen für Yachten in Deutschland. Vor den Toren der Fertigungsanlage zieht Schwertransportfahrer Ingo Graul seinen Spezialtrailer auf die passende Länge aus. Routine für den 46-Jährigen und seine Begleitfahrerin Fanny. In der Bavaria-Werkshalle wird die 56er währenddessen noch einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Ein zweiter Schwertransport macht sich bereit, denn auch Andreas Pechel wird eine Bavaria laden. Allerdings eine Motorjacht vom Typ Virtes 420. Graul und Pechel wollen dann im Konvoi nach Frankreich starten. Auch die Segeljacht ist endlich fertig für die Reise. Beim Verladen des gut 18 Tonnen schweren Bootes muss jetzt jeder Handgriff sitzen. Höchste Konzentration bei allen Beteiligten. Wenn hier Fehler gemacht werden, könnte der Rumpf auf der weiten Reise möglicherweise beschädigt werden. Boote werden prinzipiell vom Gewicht her in erster Linie auf den Pal gestellt. Der Pal ist also beim Segelboot eben halt unter dem Kiel, beziehungsweise Kiellinie beim Motorboot. Und da ist das meiste Gewicht drauf. Und genauso machen wir es bei unseren Transportern, also bei den Tiefladern. Wenn das Boot per Travel Lift oder mit dem Kran geladen wird, entscheiden wir erstmal, wo steht das Boot, läuft die Kiellinie. Und dass wir da die Mitte anvisieren und das Boot praktisch draufsetzen mit dem meisten Gewicht. Erst dann kommen die Teller dran am Rumpf, die also das Boot praktisch nur noch in der Waagerechten halten. Da sind, man sagt immer so, 70% des Gewichts auf dem Pal und 30% sind nur noch in den Tellern. Wir arbeiten mit, wir haben früher mit Schlaufengurten, beziehungsweise jetzt haben wir Schluppen, die eben halt um die Klampen drum gewickelt werden, weil das mit die stabilsten Punkte beim Schiff sind. Man könnte beim Segelschiff jetzt auch noch die Winschen nehmen. Und da haben wir dann unsere Gurte und die werden eben halt entgegengesetzt der Bremsrichtung 40% abgesichert. Das kann man ganz gut am Boot eben halt sehen, dass die Gurte nach hinten gezogen werden, runtergezogen werden. Und hinten sind eben halt Gurte mit der Fahrtrichtung. Und so wird das Schiff eben halt nach vorne und nach hinten abgesichert. Ingo Graul verlässt heute als letzter das Bavaria-Gelände. Kurze Zeit später kommt sein Kollege Andreas Pechel dazu. Nun heißt es warten, denn in Deutschland dürfen solche Transporte der Kategorie 3, also mit Überlänge und Überbreite, nur von 22 bis 6 Uhr fahren. Und auf Landstraßen benötigen sie dazu noch Polizeibegleitung. Der bestellte Streifenwagen ist nach einiger Verzögerung da. Bevor es aber auf die bayerische Autobahn geht, überprüfen die beiden Polizisten die Ladungssicherung. Dafür ist der Fahrer verantwortlich. Saskia Glogau, die Geschäftsführerin von Glogau Yachttransporte in Neumünster, weiß, wie ihre Kunden eine Yacht vorbereiten müssen, damit sie problemlos auf dem Landweg transportiert werden kann. Bei Segeljachten natürlich den Mast demontieren, die Fender reinnehmen. Dann ist wichtig, dass im Boot nicht irgendwo Gläser, Geschirr rumsteht, dass alles gut verstaut ist. Tanks können auch voll bleiben, das ist kein Problem. Je nach Größe des Schiffes müsste man dann aber gucken, wie viel tatsächlich drin ist und ob es das Gewicht beeinflusst. Das müssten wir schon vorher wissen. Dann bei großen Motorbooten müssen eventuell Antriebe, Fly oder sonstiges demontiert sein.
Die Papiere müssen für EU-grenzüberschreitende Transporte müssen die Papiere bereitstehen. Ansonsten führen wir alle Dokumente. Auch die Terminabsprachen in den Häfen, die übernehmen wir. Insofern muss der Kunde nicht so viel vorbereiten. In Giebelstadt heißt es nach akribischer Kontrolle schließlich. Also gut, dann fahren wir. Jo. Jo. Die Begleitfahrer sichern den Schwertransport vor allem nach hinten ab. Auf einer Lichtzeichenanlage können sie ein Überholverbot anzeigen, wenn sich der Zug einem Engpass nähert, der die gesamte Breite der Straße erforderlich macht. Früher als geplant musste Konvoi stoppen und die Raststätte Lorsch bei Heppenheim anfahren. Grund? Eine einspurige Nachtbaustelle. Für die Überbreite von knapp 5 Metern bei der Segeljacht eindeutig zu eng. Für heute ist an ein Weiterkommen nicht mehr zu denken. Solche und andere Engpässe sind Alltag für die Bootsfahrer. Probleme gibt es natürlich schon oft. Jeder Tag verläuft hier aufs Neue. Beispielsweise, wenn Kunden mal falsche Maße angeben, Yacht ist höher als angegeben, auf die Schnelle neue Wege finden, Strecken abfahren, dann Zollabwicklung, natürlich auch immer wieder was Neues, gerade oder unterschiedliche Länder, unterschiedliche Zollansichten, aber auch wir arbeiten immer so lange, bis irgendeine Lösung gefunden wurde. Also man langweilt sich nie, es sind jeden Tag neue Herausforderungen für das gesamte Team. Und solche Herausforderungen scheint auch Ingo Graul zu lieben, denn sein oberstes Ziel lautet, die Yacht heil abzuliefern. Die Verantwortung dabei ist groß. Man muss sich mit Booten beschäftigen, mit den verschiedenen Rümpfen, mit den Aufbauten, ne? Und das ist die Herausforderung eben halt beim Yachttransport. Ich denke, für uns ist es nicht nur einfach ein Ladegut. Ja? Also ich sag mal so, die Lady, die ich da hinten drauf habe, in diesen Tagen, wo ich sie runterbringe, gehe ich mit ihr um, als wäre es meins. Ja? Und jeder, der ein eigenes Schiff hat, wird natürlich dafür zusehen, dass da keine Schramme oder sonst irgendwas drankommt. Und das ist die besondere Herausforderung, eben halt mit den Längen, mit den Maßen, mit den Breiten, über sehr viele Kilometer Nationalstraße, wo es noch mal enger wird, das Schiff ans Ziel zu bringen, in den Yachthafen zu bringen. Um 10 Uhr abends können die beiden V8-Diesel mit insgesamt 1200 PS wieder angeworfen werden. Heute muss der Grenzübertritt nach Frankreich gelingen. Ein Problem dabei: In Frankreich dürfen Schwertransporte der Kategorie 3 im Gegensatz zu Deutschland nur tagsüber fahren. Gutes Timing ist jetzt entscheidend. Dazu kommt, dass die Fahrer nur 4,5 Stunden am Stück fahren dürfen und dann eine Pause einlegen müssen. Der Konvoi kommt zu einem letzten Tankstopp auf deutschem Boden. Rund 55 Liter braucht so eine moderne Zugmaschine auf 100 Kilometern. Da muss dann auch der Tank entsprechend größer sein. Und am Ende stehen ein paar Ziffern auf der Zapfsäule, die einen Pkw-Fahrer in Schockzustand versetzen würden. Ein französisches Frühstück kurz hinter Mühlhausen als Start in Tag 3. Frankreich-Experte Dieter Roller ist als dritter Begleitfahrer zum Team dazugestoßen. Er wird den Konvoi sicher durch die Grande Nation leiten. Gemeinsam mit den beiden Motorradbegleitern, die für die Durchfahrt des Departements Haut-Rhin Vorschrift sind, ist der Konvoi damit auf stolze 5 Begleiter angewachsen. Doch bevor es wieder auf die Landstraße gehen kann, muss ein Problem mit der Zentrale in Neumünster geklärt werden.
Gloger Yachttransporte, das ist Georg Gloger, guten Tag. Saskia? Hi, guten Morgen. Ah, bonjour, Ingo. Saskia, wir haben ein kleines neues Problem bekommen, und zwar Montpellier, die Durchfahrt. Ah ja, genau, ich habe schon gehört, die Polizei zieht euch am Freitag nicht, wegen der Ferienfahrzeit. Wir haben schon mit der Polizei gesprochen und die würden euch in der Nacht von Sonntag auf Montag ziehen. Dann können wir wie geplant am Montag noch abladen. Ja? Gut. Okay. Gute Fahrt noch, schönes Wochenende danach. Danke, tschüss. Gut, tschüss. Immer wieder müssen sich die Fahrer mit solchen Situationen auseinandersetzen. Improvisationstalent und Ruhe sind hier gefragt. Denn einheitliche Regelungen für Europa gibt es schon mal gar nicht. Frankreich ist ganz kompliziert, da haben wir ganze Ordner voll mit Genehmigungen. Das wäre jetzt zum Beispiel so von der deutschen Grenze hier runter. 30 Meter, 5 Meter breit, 460 hoch. Und das ist dann, geht über jedes Departement mit der Umfahrung vom Stadtkern, Sperrzeiten, wann Polizei zu bestellen ist, an welchen engen Stellen, ob mit Motorradpolizei, was jetzt in unserem Fall war, und. Umleitung, das ist alles in den Genehmigungen drin. Und da ist eine Genehmigung teilweise 60 Seiten stark. Ne? Und da haben wir für Frankreich alleine so um die 20, 25 Genehmigungen für sämtliche Strecken Nord, Süd, Ost, West. Doch auch andere Länder können den Logistikern in der Zentrale manchmal Kopfzerbrechen bereiten. Gerade Italien, was viele Kunden inzwischen auch schon wissen, Italien ist ein sehr schwieriges, kompliziertes Land, zum einen teuer für die Transporte, aber auch sehr kuriose Auflagen. Wir hatten mal eine Genehmigung gemacht auf 24 Meter Länge, dann war der Transport aber nur 23 Meter lang. Und der italienische Begleiter kam und suchte dann nach einem Stück Holz, was da hinten noch dranhängen kann, da die Polizei uns sonst nicht gezogen hätte, weil man einfach wirklich die Länge haben muss, die man in der Genehmigung angegeben hat. Und somit mussten wir dann den Transport künstlich mit etwas Holz verlängern, um dann auch fahren zu können. Heute ist es etwas gelockerter. Da darf das 1,50 Meter kürzer sein, aber bei 2 Meter ist es dann auch eigentlich schon wieder zu viel. Also das ist dann für den normalen Verstand doch etwas kurios. Zurück in Frankreich. Hier darf nur noch auf Landstraßen gefahren werden. Auf Ingo Graul warten damit rund 200 Kreisel, die passiert werden wollen. Für jeden normalen Autofahrer wäre so etwas das Grauen schlechthin, müsste er sich mit knapp 5 Metern Breite dorthin durchschlängeln. Es ist eine Gefühlssache. Die meisten, wir fahren nach Gefühl. Wir sehen Engpunkte und da steuern wir drauf zu. Und das ist so eine Intuition, das ist ein Gefühl, dass wir wissen, wie fahren wir jetzt das an. Jeder hat ja auch seinen Tieflader. Die werden nicht gewechselt, weil jeder Tieflader hat ein anderes Fahrverhalten. Und wenn eben halt Hindernisse kurz hintereinander versetzt stehen, wissen wir in Schlangenlinie, wie wir drumherum kommen, um eben halt mit 5 Meter Breite da vorbeizukommen. Für die Durchfahrt der Stadt Belfort bekommt der Konvoi noch einmal Verstärkung. 3 Motorradpolizisten sollen Geleitschutz geben. Geld kostet das natürlich auch. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ein Yachttransport auf dem Landweg bei vielen Seglern als nicht gerade günstig empfunden wird. Doch es ist die Summe aus verschiedenen Faktoren, die am Ende den Preis bestimmen. Es sind natürlich alles Spezialfahrzeuge, die individuell hergestellt werden, was natürlich schon sehr teuer ist. Dann bekommen wir auch entsprechende Eingangsrechnungen, das heißt, wir zahlen viel Geld für die Genehmigung. Wir haben hohe Kosten für Polizeibegleitung. Alleine Polizeibegleitung kostet 5 Euro auf einem Kilometer, je nachdem, wo man ist, plus Grundgebühr. Da kommen hohe Rechnungen. Dann haben wir hohe Kosten für unsere Begleitfahrzeuge oder auch für Fremdbegleitfahrzeuge. Wir können lange nicht in dem Zeitraum transportieren, wie ein normaler Plan-LKW fährt, der vielleicht nach Frankreich 3 Tage braucht, während wir dann 5 bis 6 Tage dafür brauchen. Für eine Kalkulation brauchen wir gewisse Daten, so einen Circa-Preis für eine Circa-Tour kann man nicht geben. Wir haben auch keine Preislisten, es wird jeder Preis individuell kalkuliert bei uns. Das heißt, wir brauchen den Ladeort, wir brauchen den Entladeort.
Wir brauchen das Modell und die Abmaße des Schiffes und auch den auch das Transportdatum und ja, müssten eventuell wissen, ob der Kunde flexibel ist, das macht es günstiger und dann gibt es entsprechende Kilometersätze, dann ist es abhängig von den Ländern, wie teuer welche Genehmigungen sind, brauchen wir Polizeibegleitung oder nicht, haben wir Fährkosten, also auf Grundlage dessen wird jeder Preis individuell gerechnet bei uns. Kolja Glogau, der technische Leiter bei Glogau, hat aber noch einen Tipp für Kunden, die ihre Yacht vom Mittelmeer nach Deutschland bringen lassen wollen. Ja, von Slowenien, da stranden auch noch einige. Das sind dann die von Griechenland, Türkei selber rübersegeln. Die lassen dann von Slowenien aufladen, weil das einfach die günstigste Möglichkeit ist, sag ich mal, von der Adria nach Norddeutschland zu kommen, dass wir einfach in beispielsweise Kupa Slowenien aufladen und dann in der Ostsee oder auch Nordsee wieder entladen. Wer von der französischen Mittelmeerküste starten will, sollte sich übrigens Marseille als günstigen Startort aussuchen. In Belfort arbeitet sich der Konvoi mittlerweile mitten durch die Innenstadt. Ja, wir fahren aber links, glaube ich, wo die Motorräder sind, oder? Da muss ich, in der Breite. Ja, ja. Fanny rechts, es kommt so ein Bodenrohr raus, das ist so rot markiert. Da musst du gucken, dass wir nicht rüberkommen. Alles passt. Jo. Du kommst hier immer näher. Geht aber gut drüber hinweg, Schild passt links auch. Die Begleiter stehen in ständigem Funkkontakt mit den Bootsfahrern, denn durch die Überbreite sind die nach hinten blind. Links passt. Nee, auf der Verkehrsinsel liegt ein Schild, bitte wieder einstecken. Jo, hinten sieht alles gut aus, Höhe passt auch. Der vorausfahrende Begleiter warnt vor Gefahrenstellen und hat die Aufgabe, den Gegenverkehr auf den Transport aufmerksam zu machen. Außerdem meldet er sofort jede Bodenwelle, bei denen der Tieflader Gefahr laufen könnte, aufzusetzen. In solchen Momenten kann der Trailer vom Fahrerhaus ferngesteuert hochgepumpt werden. Gerade in den engen Städtchen müssen die Fahrer starke Nerven beweisen. Dabei brauchen sie nicht nur Augen für sich und ihre Fracht, sondern auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. Ein zusätzlicher Stressfaktor, der oft unberechenbar ist. Ja, man muss immer also als Fahrer für alle mitdenken und weit vorausschauend fahren, damit man das Chaos, was schon eigentlich schon herrscht, so klein wie möglich hält. Also jeder, der uns mal vorlässt, der sieht, dass wir mit Breite ankommen, dass wir ein Spezialtransport sind, der Rücksicht nimmt, der macht eben halt 10 von denjenigen, die keine Zeit haben, die egoistisch auf der Autobahn oder auf der Landstraße unterwegs sind, machen das wieder wett. Ich denke, man muss da einfach das dicke Fell haben und eben halt, das ist sowieso Schwertransport, man muss die Ruhe haben. Solche Leute, die keine Zeit haben, denen wir im Weg sind, ja, weil er eben halt es eiliger hat, wichtiger ist oder sonst irgendetwas. Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ja, ich versuche auch Rücksicht auf die Pkw-Fahrer zu nehmen. Ich habe auf der Strecke jetzt ein paar Mal angehalten, um mega Staus. Ich bin langsam, ja, an Engstellen, um dann eben halt den Verkehr hinter mir abfließen zu lassen. Die 10 Minuten, auf die kommt es mir nicht an. Aber das sind so die Sachen, das merken die sich. Und das nächste Mal lassen sie den Schwertransport durch. Das ist, denke ich mal, so der Tipp, dass man einfach mal in Ruhe die Sache partnerschaftlich, Fairness im Verkehr. Aber das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut, wenn man nicht gerade zu den Berufszeiten unterwegs ist.
stumbling on to miracles beyond the status quo. Learning from the earth and... Für heute ist das Etappenziel bei Bourg-en-Bresse erreicht. Morgen wartet ein besonders enger Abschnitt auf den Konvoi und noch ein unvorhersehbares Ereignis, mit dem jetzt noch niemand rechnet. Das malerische Saint-Nazaire liegt an diesem Vormittag vor Andreas Pechel und seinem Schwerlastzug der Kategorie 2. Für Ingo Graul und seine Segeljacht ist diese Ortsdurchfahrt ganz klar zu eng, sodass sich der Konvoi kurz getrennt hat. Doch Pechel kann den Ort ohne Probleme passieren. Kurze Zeit später gibt es dafür umso mehr Schwierigkeiten. In Valence stoppt die Polizei den Schwerlastzug. Eskortiert von zwei Motorrädern geht es auf den nächsten Parkplatz. Dort nehmen es die beiden Gendarme ganz genau, überprüfen nicht nur Fahrtenschreiber und Papiere, sondern vermessen auch eigenhändig den Transport. Erst nachdem festgestellt wurde, dass alles vorschriftsmäßig ist, kann es weitergehen. Wieder ist damit eine Stunde verloren. Zeitgleich steht Ingo Graul vor einem ganz anderen Problem. Ein LKW wurde einfach am Straßenrand geparkt, während sein Fahrer anscheinend kurz mal ein paar Besorgungen erledigen muss. Nur mit der Hilfe von Begleiter Jens schiebt sich der Zug zentimeterweise am Falschparker vorbei. Das heutige Etappenziel ist ein staubiger Truckerhof in Dancer. Mitten in Südfrankreich gelegen, treffen sich hier die Schwertransportfahrer von Glogau. Zeit, sich zwischen den Touren quer durch Europa mal wieder auszutauschen. Eine willkommene Abwechslung. Man ist teilweise wochenlang alleine. Wir sind dann auch mit Fremdbegleitern sehr viel unterwegs. In gewissen Ländern dürfen wir unsere eigenen gar nicht mitkommen. Und wenn man dann natürlich nach so einer langen Zeit immer wieder zusammenkommt, es ist ja Arbeit, Freizeit, Urlaub, alles gleichzeitig in einem. Das ist ja auch das Schöne eben halt bei diesem Job. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Und wenn wir dann eben halt, wir haben auch unsere Pausen einzuhalten, am Wochenende wird im Ausland sehr wenig gearbeitet, da verbringen wir natürlich auch unsere Freizeit zusammen. Aber trotz der oft einsamen Tage und Wochen auf irgendwelchen Landstraßen weiß Ingo Graul, was er an seinem Job hat. Man lernt super nette Leute kennen, das sind für mich immer Highlights. Ich lerne sehr gerne Menschen kennen, fremde Menschen, fremde Länder, fremde Kulturen. Und wenn man dann mal durch einen dummen Zufall von einem Eigner, man steht am Wochenende da und dem ist das gar nicht bewusst, dass wir praktisch aus dem LKW leben und da schlafen und dann sagen, nein, also das geht gar nicht. Dann wird man vielleicht mal im Hotel eingeladen und man wird sogar auf seine Yacht eingeladen und verbringt dann den Rest des Wochenendes mit dem Eigner. Und da entstehen ja richtige Beziehungen draus. Also ich habe noch heute Telefonnummern, wenn ich nach Schweden fahre, ich muss unbedingt da vorbei, dann soll ich mich wieder melden. Und das ist natürlich schön, das macht Spaß. Nach zwei Tagen Zwangspause wegen des Fahrverbots am Wochenende rollt der Transport wieder. Noch im Dunkeln arbeitet sich der Scania mit dem Bavaria-Flaggschiff durch die Pyrenäen in Richtung spanische Grenze. Ingo Graul ist jetzt mit seinen zwei Begleitern allein, nachdem Andreas Pechel gen Cannes abgebogen ist. We'll be right back.
Ein letztes Mal für diese Tour macht Graul den 580 Pferden unter der Haube Dampf. 26 Meter Schwertransport setzen sich noch einmal in Bewegung. Und zum letzten Mal muss die Polizei angefordert werden, um die 30 verbleibenden Kilometer bis Empuria Brava zu bewältigen. Dann ist es soweit. Der Tiefladerzug erreicht die Marina an der spanischen Costa Brava. 1300 Kilometer und 7 anstrengende Tage liegen hinter Graul und seinen beiden Begleitern. Und das Beste, die 56er hat nicht einen Kratzer abbekommen. So etwas freut auch die Chefin. Wenn ich morgens vom Fahrer die SMS lese und die Info habe, Boot termingerecht in Cannes, Istanbul oder wo auch immer angeliefert, eigentlich der perfekte Start in den Tag. Ich weiß, alles ist in Ordnung, wird gleich entladen und dann kann es weitergehen. Insofern, so eine positive SMS ist dann das Beste am Morgen. Schon kurze Zeit später hat die Bavaria zum ersten Mal Wasser unter dem Kiel. Zu diesem Zeitpunkt ist Ingo Graul mit seiner Crew schon wieder unterwegs auf der Landstraße, irgendwo zwischen Istanbul und Tromsø. Und dort wird man ihn wohl noch eine ganze Zeit lang finden. Es ist eine Leidenschaft. Ja, Boote fahren ist eine Leidenschaft. Das ist Beruf kommt von Berufung. Und ich glaube, die meisten von uns fühlen sich berufen, Boote kreuz und quer durch Europa zu fahren. Gute Logistik, ein Team, das perfekt zusammenarbeitet und eine ganze Menge Gelassenheit. Das sind die nötigen Zutaten für einen erfolgreichen Yachttransport durch Europa.